dieser Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, dass das Vertrauen an Grenzen gekommen ist. Längst laufen die parteiinternen Gespräche darüber, wie man sich für den kommenden Bundestagswahlkampf positioniert. Die Grünen und die FDP wollen jetzt aus der Ampelregierung aussteigen. Oder doch nicht jetzt? Sie sind etwas unklar in der direkten Kommunikation. Dennoch pfeifen es die Spatzen inzwischen von den Dächern. Diese Regierung hat fertig. Diese Regierung hangelt sich nur noch so dahin. Und der Parteichef der Grünen, er hat es erst als Übergangsregierung bezeichnet. Aber er lässt kein gutes Haar daran. Sie sagen einfach offen und ehrlich, sie haben fertig. Es funktioniert nicht mehr. Wir sind am Ende. Die große und spannende Frage bleibt, wie lange noch? Wann erlöst ihr uns endlich? Ich könnte mir vorstellen, dass sie es nicht schaffen bis zum regulären Wahltag, denn die Gespräche hinter den Kulissen, sie laufen bereits auf Hochtouren und das nicht nur bei einer Partei. Ich habe alle Details heute in diesem Video und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. An alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ja, wir haben die 100.000 vor ein paar Tagen gerissen. Ich sage danke auf die nächsten 100.000, deswegen, wenn du noch nicht abonniert hast, wird es schnell Zeit. Und wenn du noch nicht in meinem Telegram-Kanal bist, dann wird es noch schneller Zeit, da mal schnell reinzuhuschen für die unzensierten Bilder. Ebenfalls gibt es jetzt Auswandern mit Kopf, mein neuer Zweitkanal, immer wieder mit gutem Content. Erst heute wieder ein neues Video darauf veröffentlicht. Wir kommen zurück zum Abgesang auf die Ampelregierung und schauen uns direkt mal den Vorsitzenden der Grünen Partei, Omid Nuripur, an, der Frankfurter Buwe, wie man so schön sagen kann. Los geht's. Diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierung, Konstellation als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig. Es ist ja offensichtlich, dass das Vertrauen an Grenzen gekommen ist. Die Übergangsregierung, der Übergang der Zeit nach Merkel und das Vertrauen ist an seine Grenzen gekommen. So viel Wahrheit in so wenigen Sätzen und das von einem grünen Parteivorsitzenden sogar, nicht nur Parteimitglied. Wirklich Respekt, Herr Nuripur, wenn Sie in der Regierung werden, würde es auf jeden Fall an einer Stelle mehr Realitätsbewusstsein bei den Grünen geben. Aber wen könnten Sie ersetzen? Ich würde sagen Frau Baerbock. Die ist nämlich weit ab jeder Realität und Sie als Frankfurter Buwe, würde ich wetten, würden auch sagen, wir schieben nach Syrien und Afghanistan ab. Aber was er hier gesagt hat quasi, die Übergangszeit nach Merkel war notwendig und hier kommen wir genau zum Knackpunkt. Frau Merkel hat ein politisches Erbe hinterlassen, was bis heute unbezifferbar ist. Wir haben da nur die vertrackte Situation mit der Ukraine, die ungeahnten Kosten über den Zuzug von Neuankömmlingen und so weiter und so fort. Der wirtschaftliche Abgang, er wurde zwar unter der CDU teilweise eingeläutet, doch diesen Affenzahn, den sie jetzt eingelegt haben, das war die Ampelregierung, die hier noch schneller abwirtschaften möchte, als vier Kabinette Merkel insgesamt geschafft haben. Es ist wirklich phänomenal. Und jetzt kommt die Beste aller Besten natürlich hier zu Wort, Frau Saskia Esken. Längst laufen die parteiinternen Gespräche darüber, wie man sich für den kommenden Bundestagswahlkampf positioniert. Habe ich euch ein bisschen reingelegt. Es war nur das Bild von Frau Esken. Ich habe den Ton wirklich weggeschnitten. Ich habe so lange gesucht, bis es ein Nachrichtensprecher für euch zusammengefasst hat, um euch das heute zu ersparen. Sie leben fernab jeglicher Realität, zumindest was die SPD angeht. Sie diskutieren nämlich ernsthaft immer noch darüber, ob Olaf Scholz weiterhin Kanzler bleiben soll und Kanzlerkandidat. Sie haben absolut nichts verstanden. Sie haben auch nicht verstanden, dass sie die größte Heißluftregierung sind, die wir in diesem Lande jemals gesehen haben. So viele Ankündigungen, so viele leere Versprechungen, so viele Skandale, so viele Verstrickungen, das hat niemand vorher geschafft. Und dann kommen sie mit Desinformation um die Ecke, wo ich immer nur sagen muss, bei mir gibt es keine Desinformation und an jedem, der Mitglied im Deutschen Bundestag ist, wir können uns gerne persönlich unterhalten, auch mit Kamera, dann ungeschnitten. Es hat nämlich jeder eine Leiche im Keller vergraben, bin ich mir ziemlich sicher. Jeder hat eine. Jetzt denkt ihr, ich habe auch eine. Ja, habe ich auch. Ich habe meinen Führerschein mal abgegeben, weil ich mich nicht benehmen konnte. Ganz einfach. Deswegen, ihr habt sie alle, die Leichen im Keller. Die einen größer, die anderen mehr. Andere haben wahrscheinlich ein ganzes Weingut unterkellertes. Aber wir kommen zurück zum Thema. Die Grünen, sie haben hier fertig. Die FDP hat auch fertig. Und jetzt ist die Frage, wie geht das Ganze zugrunde? Es gibt die Möglichkeit, dass es am Bürgergeld jetzt scheitert. Marco Buschmann, Bundesjustizminister, sieht die rechtliche Möglichkeit der Absenkung des Bürgergeldes. Dem wird auch nicht mehr widersprochen. Allerdings braucht er eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Eine Mehrheit wird er allerdings ohne die Union sehr wahrscheinlich nicht bekommen können. Und die Union, sie hat schon signalisiert,
dabei zu stehen. Das wäre wieder mal ein Novum, wenn hier dann Politik der Regierung mit Stimmen der Opposition am Ende geändert werden würde. Wirklich spannend. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass der Generalbundesanwalt Jens Rommel von der FDP, angewiesen von unserem Justizminister Marco Buschmann, ebenfalls von der FDP, hier im Zuge der Nord Stream Ermittlungen mal aufräumt, auch mal aufräumt innerhalb der deutschen Mitglieder von Parlamenten, Parteien und so weiter. Und da gibt es bald eine spannende Neuigkeit zu berichten. Es gibt nicht nur eine Anzeige gegen Herrn Kiesewetter. Ich werde im Bundestag Frau Bundestagspräsidentin Bärbel Bass meine Anzeige persönlich vorbeibringen. Dafür hat man ja Zugang, wenn man bei seiner Arbeit eine Mittagspause macht und man sich das Porto sparen möchte. Deswegen bleibt dran, abonniere den Kanal. Es gibt hier immer wieder spannenden Content. Der Omid Nuripur, er möchte wohl hier mal irgendwann noch Minister werden und er versucht jetzt hier aus der Regierung auszusteigen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es jetzt brandgefährlich wird durch das Gründen des BSW. Und ja, mea culpa, BSW habe ich gewählt zur Europawahl, das habe ich euch aber schon mal begründet. Mir ging es darum, dass Fabio De Masi wieder Abgeordneter ist, derjenige, der hier bei Wirecard und Cum-Ex so viel ins Rollen gebracht hat. Das ist wirklich ein guter Mann und im Europaparlament können die Linken nicht so viel kaputt machen. BSW ist für mich auch Teil der Linken, weil daher kommen sie ursprünglich. Wie es jetzt nächstes Jahr oder sogar dieses Jahr bei einer vorgezogenen Bundestagswahl ausgehen würde, können wir uns errechnen aktuell. Ohne die CDU läuft nichts und dann ist aber die große Frage, gibt es dann Schwarz-Grün oder gibt es dann am Ende irgendeine Rettungsaktion zwischen SPD, Grünen und BSW? Wie sehen die Mehrheitsverhältnisse eigentlich aus, wenn relativ schnell gewählt werden würde? Wir haben immer nur im Kopf, dass die BSW jetzt bei den Landtagswahlen groß abräumen wird. Wenn wir uns allerdings die aktuellen Prognosen mal anschauen, sind sie bei 9% auf Bundesebene für die Bundestagswahl mit 16% von der SPD und 11% von den Grünen, kommen sie hier aktuell immerhin auf 36%. Ist selbstverständlich noch weit abgeschlagen. Aber wenn jetzt hier die Grünen nur mal wieder 5% zulegen, was ich nicht für möglich halte aktuell, dann sind sie bei 41%. Und wenn dann der BSW nochmal Stimmen hat, weil sie im Osten schon im Landtag präsent sind und sich nicht ganz blamiert haben, dann können sie hier an die 42, 43, 44, 45% rangehen. Mehr wird es denn nämlich nicht benötigen für eine absolute Mehrheit im Bundestag, denn die sonstigen fallen raus. Und eventuell dann die Linke, je nachdem, wie das Ganze dann ausgeht. Und so haben wir hier ernsthaft weiterhin die Gefahr einer linken Regierung nächstes Jahr, trotz BSW. Denn wenn BSW in die Regierung geht, dann wird sie alles durchsetzen können, aber nicht ihren migrationspolitischen Kurs. Und mit genau dem fängt sie allerdings im Moment die Wähler. Es ist wirklich deshalb faszinierend und spannend. Ich kann im Moment keine verlässliche Schätzung abgeben, wie lange dieses Schauspiel noch geht. Am Ende sind es die kleinen Fehler, über die sie stolpern werden. Ich bin gespannt, was dann am Ende der Auslöser dafür sein wird. Ob es dann am Ende doch noch Nord Stream wird, weil noch mehr ans Licht kommt und immer dran denken, wenn es Whistleblower gibt, dann wird es sowieso nochmal komplett neu gemischt, das politische Spiel. Und auch ob die CDU mit ihrem kriegspolitischen Kurs so am Ende dann den Wähler gewinnen kann. Schwierige Frage, denn es geht dann nur Pest oder Cholera. Und viele werden dann die CDU wählen, weil sie der AfD nicht die Stimme geben wollen. Sie stehen aber schon wieder bei 19%, die AfD, zusammen mit der CDU mit 30%. Wäre das, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann zusammen die absolute Mehrheit. Sie könnten eine Koalition aus einem Zweierbündnis eingehen, gut, mit der CSU dann ein Dreierbündnis. Und dann könnten sie einfach regieren. Und sie könnten einfach regieren, indem sie die Gesetze in diesem Lande einfach weiter anwenden, den Rechtsstaat konsequent durchsetzen und einfach mal alles auf den Prüfstand stellen. Ja, Klimaschutz wird so mit der AfD nicht zu machen sein. Die haben da eine ganz andere Meinung. Und ich muss da immer wieder betonen, ich schließe nicht aus, dass es einen Klimawandel gibt. Ich schließe nur aus, wie sie uns begründen wollen und was ich dafür für Steuern bezahlen soll. Das sieht ganz anders aus, vor allem wenn man die Welt bereist hat. Wir haben ernsthafte Probleme mit Ressourcenvergeudung oder Umweltverschmutzung. Das müssen wir eindämmen und das Klima beeinflusst zu 96% die Mutter Natur selbst. Da können wir nur dafür sorgen, dass wir uns schützen, entsprechend den Naturgesetzen, aber sie pflastern einfach alles zu, saufen ab und wollen dann Fluthilfe. Ja, ich kenne das. Es ist immer wieder das Gleiche und es bleibt jetzt wirklich spannend, was am Ende dabei herauskommt. Denn
Eine CDU mit der AfD kann ich mir nicht vorstellen. Das ist im Moment nämlich in Schweden die Regierung. Eine konservative Regierung, die auf die Ultrarechten, wie sie sagen, angewiesen ist im Stimmverhalten. Das ist in Deutschland absolut undenkbar. Die Frage ist, was passieren muss, dass es nicht mehr undenkbar ist. Unsagbar ist es schon lange nicht mehr. Ihr kennt es, das Overton-Window. Es muss sich nur lange genug in eine Richtung verschieben, bis es funktioniert. Und wir könnten hier wirklich konservative Politik machen, die dafür sorgt, dass wir die Grenzen zumindest für Neuankömmlinge schließen und uns endlich mal unserer ganzen Probleme zu Hause widmen. Denn da haben wir immer noch die Situation, wir bauen neue Wohnungen für Neuankömmlinge und unsere Rentner sammeln Flaschen und leben unterhalb der Armutsgrenze. Das ist ein Armutszeugnis für dieses Land und damit sage ich, abonniere den Kanal, bleibe dran, bis zum nächsten Mal. Ciao.